Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Hey, wir müssen hier lang. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf? Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter, wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Danke, Cloud. Damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja,
Wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Was für ein mickriges Empfangskomitee! Je weniger, desto besser. Ich zähle auf dich. Überlass das mir! Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Warten wir es ab. An die Arbeit! Na? Zieh dich aber nicht. Doch. Keine Chance! Volle Kraft! Nicht übertreiben! Überlass das mir! Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kriege. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Lasst uns noch mal den Weg überprüfen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen.
Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg hinkommen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Na, jetzt habe ich runtergeguckt. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorne! Ja. Mir nach, Leute! Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein.
Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten des Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Zäh. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Wenn wir den ausmachen, sollte es gehen. Da, der Schalter. Na dann, Lichter aus. Wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Ich leg los. Jetzt hab ich dir das an. Hab schon Vorarbeit geleistet. Ich mach das. An die Arbeit. Wurde schon ungeduldig. Schluss mit Lustig. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Toll! Muss unser Glückstag sein!
Wir müssen vorausschauend denken. Überlegen, wo wir ankommen. Unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Ich zieh den Schwanz ein. Gut möglich. Jetzt wird aufgeräumt. Ja. Jetzt ist recht. Auf Nummer sicher. Ja, nicht übertreiben. Jetzt ein Freudentanz. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Untersuch der Zukunft. Verteidigungsmodus wird eingeleitet.
Dann übernimm. Es geht los. Feuer! Viel Erfolg. Auf Onkel Barrett ist zieh sie zurück. Wurde schon ungeduldig. Überlass das mir. Gib auf dich acht. Hier kommt Barrett. Na? Zisch ab. Mach das Miststück fertig. Weiter geht's. Aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen fliehen. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Er hat angehalten? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über... Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nur kein Über. Ich leg los. Jetzt liegt es an dir. Das wird so nichts. Viel Erfolg! Moment! Schön weit aus! Identifizierung fehlgeschlagen. Autorisierungsanfrage wurde nicht bestätigt. Ventilationssystem wird reaktiviert. Wechsel in den Wartungsmodus des... Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das... Los, kleine Fische. Leicht davon. Mein Einsatz. Noch mal kurz eine Pause. Los! Ich zähl auf dich! Hier kommt Barrett! Ich
bist am Zug! Ich muss das beenden. Naja, klar. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Also dann. Was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Wieder zurück? Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne! Hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. Thank you.
übertreiben. Ich leg los. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen.
Überlass das mir! Zack! Und! Jetzt hab ich dir das an! Das war einfach nicht sein! Mach das Mist fertig! Es ist vorbei! Schluss! Spring für mich ein! Es ist vorbei! Nimm das! Gib auf dich acht! Wurde schon angedeutet! Hab schon Vorarbeit geleistet! Und ja! Keine große Sache. Drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Mako-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Mako entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Kommt zu mir. Ich bin bereit. So, ich zähle auf dich. Es geht los! Ist das alles? Jetzt kann ich dir das sagen. Ich kann etwas finden.
überstürzen. An die Arbeit! Wir haben Treffpunkt, den wir mit Wix ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich bin nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nie los. Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Und wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich.